Fischer. Wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Unser Goldengelchen Helene Fischer. Da fängst du an. Naja, ich mache ja keinen Hehl draus. Ich finde die ja echt gut. Echt. Und mit gut meint der heiß. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß, jetzt fangen wieder alle an zu lachen. Aber Jungs, jetzt seid mal ehrlich, die ist schon heiß, oder? Also wenn man, ich meine, jetzt auf diesen Frauentyp steht, so ist ja klar, das kann man jetzt nicht verallgemeinern für alle sagen. Aber ich meine, ey, das ist schon echt ein hübsches Mädchen. Und ich bin ganz einfach, bin ich in der Lage, ihr Aussehen von dem, was sie auf der Bühne macht, zu trennen. Das ist ja auch total schwierig. Man muss ja nur den Mute-Knopf drücken. Ja, zum Beispiel. Also ich meine, also wenn immer kommt, ja, aber du kannst doch irgendwie die Frau nicht attraktiv finden, weil die so furchtbare Lieder macht. Das finde ich ein ganz seltsames Argument. Verstehe ich überhaupt nicht, was das miteinander zu tun haben sollte. Also weiß nicht, Frauen mögen ja vielleicht auch Channing Tatum oder so und deswegen liefert er ja nicht nur Oscar-Filme ab. Also man kann ja eine Person als Person einfach mal gut finden, ohne jetzt komplett hinter ihrem gesamten künstlerischen Lebenswerk zu stehen. Und bei Helene Fischer gelingt mir das sehr eindeutig. Bei mir ist es so, ich habe wegen dir mehr von Helene Fischer gesehen, als ich es jetzt für meinen persönlichen Bedarf gebraucht hätte. Unter anderem auch die längere Doku über ihr Wirken und Werken. Ja. Und ich muss aber ganz ohne Ironie und Witz sagen, dass ich diese Doku recht interessant fand. Weil sie einem zeigt, dass das wirklich einfach eine sehr, sehr fleißige junge Frau ist, die echt sehr nett ist und sehr hart für ihren Erfolg arbeitet. Und ich muss sagen, dass ich wirklich finde, dass sie eine sehr schöne Stimme hat. Also ich habe sie zum Glück nicht nur mit ihren Liedern gehört, die zugegebenermaßen nicht unbedingt meinem persönlichen Musikgeschmack entsprechen, sondern auch, wir haben die auch schon mal so Musical-Songs singen hören. Und ich gebe gerne zu, dass ich Musicals gegenüber nicht komplett abgeneigt bin. Und ich finde wirklich, dass sie eine sehr schöne klassische Stimme hat. Und ich behaupte, Helene Fischer könnte ganz fantastisch zum Beispiel Evanescence singen. Oder auch Nightwish. Das würde die stimmlich jederzeit easiest hinkriegen. Das würde ich gerne mal hören. Dann wäre es nämlich was mir persönlich vielleicht besser gefallen würde. Aber das macht ja ihre Stimme auch bei den anderen Songs nicht schlecht. Und ja, schöne, talentierte Frau. Ich muss sie trotzdem nicht jeden Abend sehen, aber das muss ich ja zum Glück auch tatsächlich nicht. Nein, natürlich nicht. Und man muss aber auch sagen, also ob man sie jetzt mag oder nicht, aber ich finde, man sieht die so bei dem, was sie tut, und ich kann schon nachvollziehen, warum die ein Star geworden ist. Also ja, klar. Die bringt irgendwie echt schon alles mit. Die sieht echt gut aus. Sie ist Sängerin und als Sängerin ist sie auch ziemlich gut. Die Lieder an sich, darüber können wir vielleicht reden, aber sie hat ja irgendwie durchaus Talent. Sie weiß sich zu präsentieren, sie weiß, wie Dramaturgie funktioniert, sie ja, stockst da nicht wie blöd über die Bühne, weiß nicht so richtig, wo sie gerade ist und was sie tun soll, sondern ja, sie hat alles irgendwie im Griff. Also ich glaube, die ist irgendwie echt Profi, die bringt irgendwie alles mit, was uns da mitbringen muss. Und von daher, also wenn man ihr das jetzt neidet, dann finde ich das irgendwie aus albernen Gründen. Also ich meine, ich muss ja ihre beknackten Lieder auch nicht hören. Und dieses bescheuerte Atemlos durch die Nacht. Ey, ich schwöre, ich glaube, ich habe das Lied komplett in meinem Leben noch nicht gehört. Ich kenne es nur, weil irgendwie alle anderen angefangen haben, sich darüber auszutauschen. Und also auf einmal war das irgendwie so ein Ding und jeder kannte es. Aber ich habe das, glaube ich, in meinem Leben noch nicht komplett gehört. Ich habe es nur das einmal komplett gehört, als sie es in Berlin da gesungen hat mit der WM. Ach so, ja, nicht mal das habe ich komplett gesehen. Ja, das habe ich auch alleine gesehen. Ja. Aber da habe ich es das erste Mal komplett gesungen. Und musste auch zugeben, wie gut ihr das Trikot gestanden hat. Das ist, sei mal ehrlich, die sieht schon wirklich gut aus, Mädels. Also ja, sag ich ja. Den Jungs muss das ja vermutlich nicht erzählen, aber ich muss neidlos anerkennen, das ist eine wirklich schöne, talentierte Frau. Und muss da jetzt nicht so tun, als fände ich sie einfach nur aus Prinzip scheiße. Da gibt's andere, die Sachen machen, die mich wirklich nerven. Das tut Helene Fischer einfach nicht. So. Genau, von daher, Helene, hier große Fans. Oder einer zumindest. Meld dich doch mal, Helly, alte Düse. So, nächster Zettel. Ja. Und da hätten wir Pegida. Ja, das ist ein Begriff, der wurde sehr häufig angefragt. Ja, der wurde wirklich häufig angefragt und wir haben uns auch im Vorfeld drüber unterhalten, unter anderem, weil wir uns jetzt nicht unbedingt als politische Infotainment-Sendung sehen und auch selber jetzt ja keinen Quatsch erzählen wollen, wenn wir über so ein Thema reden.
Also ich habe mir darüber wirklich viele Gedanken gemacht, auch schon bevor es überhaupt um diesen Posthauch ging, weil mich diese Sache, wie offensichtlich viele von euch, echt beschäftigt und ich die engagiert verfolge. Und ich war mir zuerst bei meiner Meinung zu Pegida nicht ganz klar. Also gerade am Anfang, als es so angefangen hat, dass die Leute einfach nur schweigend auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Aber mittlerweile habe ich eine sehr klare Meinung dazu. Und zwar ist das so, sowohl Pegida als auch die Ableger davon, die werden ja von Leuten angemeldet, diese Demonstrationen. Und ich finde das schon interessant, sich die Leute anzuschauen, die diese Anmeldungen durchführen. Und das ist, bei Pegida ist das ein vormals Verurteilter, der sich auch schon mal in Südafrika versteckt hat, wegen 40 Gramm Kokainbesitz mal verurteilt wurde. Und da sag ich, das war vermutlich kein Eigenbedarf. Und bei Bogida, dem Bonner Ableger von Pegida, ist die Anmeldende der Demonstration eine ehemalige Vorsitzende der Jungen Nationaldemokraten. Und also wenn ich persönlich mich in eine Reihe stelle, und zwar egal mit was für einer Forderung, dann gucke ich mir doch an, mit wem ich da mitlaufe. Und ich weiß, dass Pegida ja schon so ein Ding draus macht, dass sie sagen, wir mit der Presse reden wir nicht. Und wenn dann doch mit der Presse gesprochen wird, kann man ja dann immer im Nachhinein sagen, dass das ja, was die Leute dann sagen, gar nicht repräsentativ ist für die ganze Pegida-Sache. Das finde ich alles äußerst merkwürdig. Also ich finde, die Sachen, die man dann der Presse erzählt hat, die sind schockierend. Ihr kennt ja bestimmt auch die Videos, bei denen dann Leute sich wirklich bis aufs Blut blamieren, weil sie so einen Quatsch von sich geben. Oder einfach, sagen wir es, wie es ist, einfach total rechts sind. Und dann zu sagen, wir reden nicht mit der Presse, weil es ja sowieso wieder in irgendeine Richtung gedreht wird, finde ich auch eine relativ billige Art, sich rauszureden. Ich habe mich aber dennoch tiefer damit auseinandergesetzt und war auch auf der Pegida-Seite. Ich habe mir die Pegida-Forderungen angeguckt. Mir ist das alles äußerst suspekt und ich möchte... Also ich kann mich sehr mit der Gegenbewegung identifizieren, aber nicht mit Pegida als solches. Ich finde es wichtig, dass es gehört wird. Also wenn 20.000 Menschen einen Aufmarsch machen, dann sollte die Politik da hellhörig werden. Und zwar nicht unbedingt ihre Forderungen erfüllen, aber sich absolut anhören, was die denn wollen. Nur das passiert ja auch tatsächlich. Also es ist ja nicht, als würde die Politik oder die Medien den Kontakt und die Kommunikation verweigern. So ist es ja gar nicht. Das behauptet Pegida ja nur so wahnsinnig gerne. Die Forderungen, die sie aber von sich geben, die sind zur Hälfte schon längst in unseren Gesetzen verankert und zur anderen Hälfte nicht sehr durchdacht oder so allgemein formuliert, dass wirklich jeder sagen kann, ja, finde ich auch. Und deswegen ist es für mich, ist Pegida zusammengefasst so ein Sammelpunkt für alle Leute, die so ein vages Unwohlsein fühlen, wegen was auch immer und denen vielleicht auch gerade die Einschläge irgendwie zu nahe kommen. Also Krieg in Syrien ist ja gut und schön, aber warum genau müssen jetzt diese ganzen Flüchtlinge zu uns kommen? Gefällt mir nicht so gut und ein paar andere Sachen gefallen mir auch nicht gut. Das ist doch jetzt ein schöner Moment, um da mal auf die Straße zu gehen. Und ich sehe es auch so, dass viele Sachen bestimmt nicht in Ordnung sind und ich verstehe so viele Gedanken, glaube ich, die diese Leute haben, aber ihre Art, es auszudrücken und wie das gerade mit Pegida stattfindet, finde ich grundfalsch und lehne diese ganze Bewegung von diesem Herzen ab. So, langer Vortrag. Eigentlich kann man das direkt so stehen lassen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie ein riesiger, völlig außer Rand und Band geratener Stammtisch. Also die Parolen, die da gekloppt werden oder diese allgemeine Gesinnung, dieses irgendwie, ach, irgendwie passt mir alles nicht, alles läuft schief, ich fühle mich in meinen Rechten als freier Staatsbürger eingeschränkt oder ach, die Politik, die da oben schon wieder entscheiden über unsere Köpfe, die wissen gar nicht, wie es uns hier unten geht, welche Probleme wir haben. Ich meine, das hörst du ja nun wirklich an jedem Stammtisch nach dem dritten Bier. Und irgendwie hat es diese Bewegung geschafft, ohne das so klar mal zu formulieren, wie du schon gesagt hast, was ist denn euer Punkt, so was genau wollt ihr denn, sag doch mal. Haben sie es geschafft, dieses Stammtischgefühl irgendwie so zu zentralisieren. Und sehr viele Leute fühlen sich da irgendwie so in einer Masse derer, die vermeintlich genau solche Probleme haben wie sie selber. Aber wenn es halt darum geht, die mal ganz klar zu benennen, auf eine vernünftige, rational nachvollziehbare Art und Weise,
dann wird's halt ein bisschen schwierig, eben wie beim Stammtisch. Nur wenn Leute in der Kneipe zusammensitzen und über die da oben oder die Ausländer wettern, da sind sie natürlich nicht so doof und lassen sich dabei filmen und blasen ihre dumpfen Parolen in eine Kamera und das passiert so oft bei Pegida. Also zumindest habe ich das Gefühl. Also ich bin auch jetzt mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass da wirklich ein durchdachter, unaufgeregter Versuch dahinter steht, irgendwie politische Missstände zu beheben, nee, sondern wirklich mehr sich so eines allgemeinen Unwohlseins sich anheischig zu machen und daraus dann in irgendeiner Form politisch Kapital zu schlagen. Also ich sehe es wie du, ich finde, man kann das nicht ignorieren, ich glaube, damit ist gefährlich, wenn man oder es birgt zumindest so gewisse Risiken, weil auch wenn es nicht gewollt ist, aber wenn du solche Leute komplett ignorierst und die alle so als Spinner abtust, dann tust du möglicherweise doch vielleicht diesen ganz kleinen Prozentsatz von Leuten Unrecht, die vielleicht durchaus eine komplexere politische Meinung haben, aber trotzdem da mitlaufen. Da muss ich mal kurz einhaken, weil du hast es richtig verstanden, aber es war vielleicht missverständlich, was ich gesagt habe. Ich wollte nicht sagen, dass ihre Forderungen richtig sind und deswegen beachtet werden müssen, aber wenn so eine Masse von Menschen mobilisierbar ist, weil sie unzufrieden sind mit irgendwas, dann muss die Politik sich anschauen, was da schiefläuft. Und das heißt nicht, ihren Forderungen nachzugehen, sondern an diesen Problemen anzugreifen, weil da offensichtlich gerade was gewaltig schiefläuft. Und gerade Dresden muss jetzt, glaube ich, aktuell keine Islamisierung befürchten. Ja, also ihr merkt, wir könnten da jetzt noch Stunden drüber reden, aber es ist, glaube ich, ein zu komplexes und großes Feld, als dass wir das jetzt hier bis ins Detail besprechen können. Es ist ja auch noch längst nicht abgeschlossen. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich aber wirklich sehr über die Gegenbewegungen, die es gerade gibt. Also vor allem, weil ich das Gefühl habe, die Bewegungen, die sich jetzt in den anderen Städten mobilisiert haben, die sind ganz offensichtlich und ganz klar rechts geprägt. Und also gerade Bogida. Und da freue ich mich sehr, wenn die Gegenaufläufe so viel größer sind als die eigentlichen. Ja, und wenn jetzt noch die Presse hier und da sich ein wenig zurücknehmen würde. Also ich denke so an Geschichten wie, dass dieser eine Reporter von RTL undercover. Das war eine Sternstunde des deutschen Journalismus. Genau, der hat quasi so getan, als wäre er ein Pegida-Mitläufer und hat sich dann in seiner Rolle, obwohl er ein RTL-Reporter ist, eben vor der Kamera als so ein Pegida-Demonstrant ausgegeben und quasi so die Parolen weiterverbreitet. Und das ist natürlich dann so ein klassisches Eigentor. Also ich meine, dann ist es natürlich jetzt auch nicht komplett verwunderlich, warum die Gegenseite das dann politisch ausnutzt und sagt, ja, guck, genau was wir sagen. Irgendwie, man hört uns nicht zu, wir werden hier manipuliert unsere Aussagen, die werden hier irgendwie so grotesk ins Gegenteil verkehrt. Also solchen Leuten bietet man ja dann eher noch Munition. Also das finde ich dann immer so schade, warum man so Scharfmacher, warum man denen dann noch schärfere Messer in die Hand drückt. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen eigene Doofheit. Auf jeden Fall. Ich finde aber trotzdem, dass weiterhin die Leute, die da hingehen und vielleicht gar keine falschen Gedanken haben, sondern sich tatsächlich über irgendein reales Problem Sorgen machen und wirklich Pegidas Forderungen sind so allgemein formuliert, dass die meisten Leute vermutlich einen Großteil unterschreiben können. Überlegt euch, mit wem ihr euch da in eine Reihe stellt. Also ich finde, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Es geht nicht immer nur darum, seine Forderungen laut werden zu lassen, sondern es geht auch darum, wie und mit wem. Und ich persönlich zum Beispiel möchte auf gar keinen Fall mit solchen Rechten in einer Reihe stehen. Und da hilft's dann auch nichts mehr zu sagen, dass man ja gar nicht rechts ist. Aber wenn man zu so einem Aufmarsch geht und sich mit solchen Leuten in eine Reihe steht, dann bist du rechts. So, das war unsere kleine Politik-Ecke im Rahmen unseres Posthauchs 2014. Was wir alles machen, literarisches Quartett. Ja, ey, wirklich. Posthauch. Ja, das, wie gesagt, das sind eure Stichworte. Ja. Also ihr wolltet die verschiedensten Sachen. Politische Runde, ja, alles dabei. Wir kommen von Helene Fischer zu Pegida. Das gibt's wahrscheinlich auch nur bei Sexy Kübels. Günther Jauch, nimm dir mal ein Beispiel. Ja. Natürlich. Wo wir gerade beim Thema Politik sind, 25 Jahre Mauerfall. Mein Gott. Auch das wurde ja begangen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel dazu
zu sagen. Also, echt? Dann stelle ich dir nämlich eine Frage, weil ich weiß nämlich genau, dass du das sehr anders und auch sehr viel bewusster erlebt hast als ich. Unter anderem, weil du in Berlin ja gelebt hast als Kind und deswegen auch die Mauer schon sehr viel bewusster erlebt hast. Und du hast doch auch noch zur Zeit des Mauerfalls in Berlin gelebt. Deswegen bist du eigentlich mit einer der spannendsten Leute, außer vielleicht jetzt den Leuten am Grenzposten, die man da was fragen kann. Ja, also wenn ich das Stichwort 25 Jahre Mauerfall lese, dann denke ich auch wirklich jetzt nicht unbedingt an das Jahr 2014 und wie wir das begangen haben und wie alle das Ereignis gedacht haben, sondern ich denke wirklich mehr an den eigentlichen Mauerfall. Also in der Tat, ich habe damals in Berlin gewohnt und ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal erzählt, aber ich kann es nochmal ganz kurz anreißen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich als kleiner Stöpsel im Wohnzimmer meiner Eltern auf dem Teppich saß und R-Type auf dem Master-System gezockt habe, diese ruckelnde, zuckelnde Scheiße, die eigentlich kaum spielbar war. Und da kam mein Vater rein und meinte, ey Leute, die Mauer fällt. Das war schon krass. Also ich habe das so ganz vage als kleines Kind wahrgenommen, dass jetzt ein wichtiges Ereignis ist, aber noch wichtiger war, Level 2 zu schaffen, an diesem scheiß riesen Raumschiff vorbeizukommen. So. ja, und als es dann wirklich dazu kam, dass die Mauer fiel, also das war schon so leicht surreal, denn als ich nach Berlin gezogen bin, da war ich 6. Und 3 Jahre später ist dann so die Mauer gefallen. Aber also für mich gehörte diese große Berliner Mauer einfach immer zu meinem normalen Leben in Berlin-Kreuzberg. Quasi aus der Tür getreten und auf dem Weg zur Schule bin ich immer an dieser Mauer vorbeigerannt. Also ich fand als Kind immer diese ganzen, die bunten Graffiti, die fand ich immer sehr faszinierend. Da gab es irgendwie die abgefahrensten Motive zu entdecken. Und also mich als Kind, mich hat es mehr so fasziniert, dieser große, dicke, graue und doch so unglaublich bunt bemalte Klotz. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel im Sommer manchmal, wenn der Wind richtig stand und wir haben auf dem Spielplatz gespielt, der sehr dicht an der Mauer dran war, dann haben wir manchmal so das Gelächter von anderen Kindern auf der Ostseite, auf der anderen Seite so gehört. Und also das war ein Moment, da fand ich das selbst als Kind, der dass die ganze politische Dimension noch nicht begreifen konnte, aber ich fand das schon grotesk, dass da drüben Kinder spielen, genauso wie ich und meine Freunde, aber durch einen Todesstreifen getrennt. Also wenn einer von uns versuchen würde, da auf die andere Seite zu kommen, im schlimmsten Fall würden wir erschossen werden. Also selbst wir als Kinder, wir wussten das schon. Und das war so ein Moment, das fand ich selbst mit meinen 8, 9 Jahren, fand ich das schon sehr schwer zu begreifen. Also wie grotesk diese Situation eigentlich ist, wie hier Menschen getrennt werden unter Lebensgefahr. Ich habe leider wirklich nicht so was Aufregendes zu berichten wie Wolf, weil ich wahrscheinlich wie viele von euch von der Trennung von Deutschland nichts mitbekommen habe bis zum eigentlichen Mauerfall. Und da auch nur, weil meine Eltern sich Mühe gegeben haben, mir als kleinem Kind klarzumachen, dass ich gerade ein historisches Ereignis miterlebe. Also meine Eltern haben mich wirklich in Bayern damals eingepackt und sind mit mir an die Grenze gefahren, damit ich das jetzt sehen kann, so abends. Und ich weiß davon aber ehrlich gesagt gar nichts mehr, außer dass wir losgefahren sind. Wahrscheinlich bin ich eingeschlafen im Auto. Ja. Und hab davon wirklich, wirklich kaum was mitbekommen. Was ich immer ein bisschen seltsam finde, sind in den letzten Jahren diese Ostalgie-Shows, die hochkommen, weil du auf der einen Seite nebeneinander die Ostalgie-Shows hast, neben Dokus über die Verbrechen, die stattgefunden haben zu dieser Zeit. Und ich verstehe das Bedürfnis von den Leuten, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, dass sie diese ganze Zeit nicht einfach rausstreichen wollen, was aber halt nichts daran ändert, dass es eine Diktatur war, in der furchtbare Verbrechen passiert sind und dass es vielleicht auch schöne Momente gab, ändert nichts daran, dass es hat mich schon immer gestört und deswegen sag ich es jetzt auch einfach, ich finde dies total seltsam, um 20.15 Uhr Ostalgie-Shows zu machen. Finde ich ganz, ganz komisch. Hat in mir schon immer ein seltsames Gefühl ausgelöst, weil ich diese Trennung von Deutschland und was in dieser Zeit passiert ist, echt nichts finde, was man in irgendeiner Form feiern und sich romantisch dran erinnern müsste. Ja, aber persönliche Erinnerungen habe ich in gewisser Weise gar keine, weil keine Familie drüben oder sowas. Also als Grundschulkind ein paar Leute, die mit ihren Eltern geflohen sind, habe ich schon kennengelernt. Aber die wiederum haben halt auch nicht so viel mitbekommen, außer die Flucht, in der sie sich verstecken mussten. Das war schon aufregend als Grundschulkinder. Aber für Grundschulkinder ist sowas auch nach 3 Tagen vorbei und dann ist irgendwas anderes viel, viel aufregender. Ja, also ich als Kind habe schon mitgekriegt, dass es ein grauenvoller Unrechtsstaat ist, als mir nämlich gesagt wurde von unseren Verwandten im Osten, wir hatten welche und ab und zu sind wir auch mal rübergefahren. Da habe ich mich immer mal gefragt, ob sie schon Ghostbusters 2 hier im Kino gesehen hätten.
Und dann meinte einer meiner Verwandten, dass hier sowas nicht im Kino laufen würde in der DDR. Und für mich als Kind, also ich war ja total geschockt. Ich dachte, das ist ja grauenvoll. Wie können denn diese armen Menschen, wie können die denn hier leben? Hier läuft kein Ghostbusters im Kino. Das ist ja ganz schlimm. Und da dachte ich schon, hier läuft DDR in a nutshell, Wolf Speer. Ja, hier läuft was schief im Staate Dänemark. Und also wenn wir so Dokus sehen über den eigentlichen Mauerfall, ich muss sagen, aber das berührt mich immer noch echt. Also ich habe das schon so oft gesehen. Wir kennen alle die Bilder und es sind auch echt immer so dieselben Einstellungen. Aber wenn ich so Leute sehe, die sich da heulend in die Arme fallen, also das berührt mich immer noch. Und manchmal, wenn ich ganz nah am Wasser gebaut bin, kriege ich sogar feuchte Augen, weil also wir waren halt echt hautnah dran. Wir hatten viele Verwandte im Osten und also es gab auch ähnliche Szenen von so Familienzusammenkünften. Ja, und also ich finde das immer noch also da kann man mal sagen, so einen schönen historischen Moment. Es gab so viele Dinge, an die erinnert man sich nicht so gern. So, die haben irgendwie echt immer so einen negativen Beigeschmack. Weißt du noch, wo du warst, als irgendwie was ganz Schlimmes passiert ist und so? Ja, klar. Und beim Mauerfall, aber also ich freue mich immer, wenn ich davon diese schönen Bilder sehe. Es ist auch was Besonderes. Also, ich interessiere mich ja doch recht sehr für Geschichte und es ist so ein Zufall, dass das alles so hingehauen hat, dass Deutschland überhaupt wieder vereint wurde. Also darüber darf man sich auch einfach mal, egal ob man davon persönlich betroffen ist oder nicht, darüber freuen, dass das überhaupt so geklappt hat. Es ist Ja, ja schon was das Besonderes. war ein Stück Weltgeschichte und ich bin froh, dass ich dabei war. So. Jetzt endlich mal wieder ein Wechsel zu ein bisschen Popkultur. Conchita Wurst. Ja, Conchita Wurst, also die scheint mir aber so ein Fall zu sein. Kam danach noch so wahnsinnig viel nach dem ESC? Ich habe es nicht verfolgt. Wir Nee. gucken ja jedes Jahr den ESC, so sollte man mal anfangen. Gemeinsam. Das darf auch gerne jeder wissen. Und in diesem Jahr hat ja die Frau mit Bart mit Rise Like a Phoenix gewonnen. Uns hat's beiden gefallen. Also ich hätte den Song jetzt nicht als Gewinner gewählt, unter anderem, weil wir beide auch tatsächlich gemeinschaftlich für Eliza waren, die überraschend an Santiano, also wir waren natürlich eigentlich für Santiano, aber die konnten sich ja im Vorentscheid nicht durchsetzen. Und also bevor wir den Graf dahin geschickt hätten, war ich absolut für Eliza. Hat mir wirklich gut gefallen, habe ich mich anders als bei anderen deutschen Beiträgen aus den Vorjahren wirklich nicht geschämt, das als jungen deutschen, wirklich musikalisch absolut netten Beitrag da zu präsentieren. Ja. Ja, aber es hat sich nun mal Conchita Wurst durchgesetzt und ich habe mich echt ein bisschen drüber gefreut, weil es so eine Feier von Diversität und Gender ist. Ich fand es aber wirklich traurig, wie viel Hass und Panik das wieder bei allen Leuten auslöst. Also ich muss sagen, ich sehe das, ich lache drüber und bin aber auch gleichzeitig fasziniert, weil mich hat die Stimme jetzt nicht umgeblasen. Also ich würde zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen, sagen, Helene Fischer hat eine bessere Stimme als Conchita Wurst. Aber kein so schönen Bart. Nicht so einen schönen Bart. Helene, da können wir vielleicht noch mal ran. Aber ich fand's wirklich krass, wie viel Hass das bei Leuten auslöst, die sich vermutlich auch sonst kein Stück für den Grand Prix interessieren, aber ihn plötzlich verteidigen, als wäre es das europäische Abendland. Plötzlich, weil da eine Frau mit Bart auftritt, bricht die völlige Hysterie aus. Und das finde ich wiederum dann deutlich erschreckender als die Frau mit Bart. Ja, also die große Aufregung darum, konnte ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, also natürlich ist das erstmal ein befremdlicher Anblick. Also kann ich von mir sagen, so ganz wertneutral, ich fand das irgendwie erstmal, das ist so ein Bild, das sehe ich einfach nicht alle Tage. Also wenn du die untere Gesichtshälfte wegschneiden würdest, könnte man denken, das ist ja wirklich eine sehr attraktive Frau. Und dann zeigst du die untere Gesichtshälfte und sie hat einen weitaus geileren Bart als ich. Und schon deswegen fand ich das erstmal ein bisschen komisch. Ich Und denke, das ist das auch ein bisschen dachten. Sinn der Sache. Na, ich glaube, das denken viele Männer. Also Ja. wenn Männer Probleme mit Conchita Wurst haben, ist es vermutlich, dass sie einen besseren Bart hat als du, mein lieber Freund. Und das ist doch hier das Problem. Nein, aber echt. Und also die Aufregung darum. Ich finde das auch. Also ich habe bis heute auch noch keinen wirklichen Grund gehört, warum exakt das jetzt so ein Problem ist. Da ist halt eine Frau mit Bart. Und ich denke mir mal, also wenn es eine Bühne für eine Person wie Conchita Wurst gibt, dann ist es doch wohl dieser völlig beknackte ESC. Also ich meine, das ist doch schon so lange eine Veranstaltung, die zu, ich möchte mal sagen, zu 70% aus Trash besteht. Das ist ja kein ernsthafter
hochgeistiger musikalischer Wettbewerb europäischer Staaten, sondern da schicken Länder Leute hin, von denen sie denken, dass die irgendwie für Rummel sorgen und eine gute Show machen. Also manchmal kommt einem das hervor wie so ein totales Skurrilitätenkabinett. Mhm. Und man sieht da Beiträge. Das übrigens, Freunde, das ist richtiger Trash. Also wer sagt irgendwie, er steht auf Trash und kann dann aber nicht nachvollziehen, warum man in den ESC guckt, der hat ein anderes Trash-Verständnis als ich. Stimmt, ich find, und das gucken wir, das haben wir vorhin ganz vergessen, das gucken wir jedes Jahr. Genau, weil das ist nämlich wirklich Trash. Da schicken Leute Sänger hin und eine kleine Nation, weiß ich, Malta oder so, denkt sich, das ist jetzt ein ganz herzerwärmendes, schönes Lied. Das wird jetzt hier in die Pop-Geschichte eingehen. Und du hörst da so ein grauenvolles Katzengejammer, wo du echt nicht weißt, ob das jetzt gerade ernst gemeint ist. Also das sind die Momente, deswegen gucken wir ja den ESC. Und ich meine, und in so einem dann doch eher, ich sag mal so, saloppen Rahmen, Conchita Wurst hinzustellen, die dann auch noch gewinnt. Also ich finde, da passt Arsch auch auf einmal. Ich wüsste nicht, wo die sonst so einen Wettbewerb gewinnen sollte. Das ist schon okay. Naja, ich finde vor allem, dass das Spiel mit den Geschlechtern in der Kunst ja nichts Neues ist. Und ich finde das eher faszinierend, dass Conchita Wurst für so viel Aufregung gesorgt hat. Und ich glaube echt, dass Leute, die mit so viel Hass und Aggressionen auf sowas reagieren, sich selber mal wirklich, da kann man es wirklich echt sagen, fasst euch mal vielleicht doch an die eigene Nase, guckt an den Spiegel und überlegt euch, warum genau euch eine Frau mit Bart so wütend macht. Ja, das wäre eine gute Frage. Das Einzige, was ich wirklich bei Conchita Wurst nicht verstehe, ist dieser Künstlername. ohne Scheiß, ich wüsste es mal, also ich könnte es wahrscheinlich auch auf Wikipedia nachschauen, ich bin einfach zu faul. Aber ich meine, das wird ja nicht ihr oder sein Geburtsname sein. Ich finde, das macht's fast noch besser. Das gibt dem Ganzen so einen trashigen, bizarren. Ich finde es so viel besser, als wenn sie sich Mr. Phoenix genannt hätte oder sowas. Ich finde Conchita Wurst, weil Wurst ist auch schon per se so ein. Also auch wenn es die Wurst heißt, ist es doch ein recht männliches und phallisch assoziiertes Wort. Und dabei aber so unsexy. Ja, aber so ein sexy spanischer Name wie Conchita mit Wurst zu verbinden, ich glaube, ich bin da auf einer heißen Spur. Das war genau die Absicht, das mit so einem unsexy, falsch assoziierten männlichen Begriff zu verbinden und den ganzen Bart vielleicht anzubinden. Also ja, auf jeden Fall hat sie höchsten Respekt allein für diesen beknackten Künstlernamen. Ich meine, also das erfordert schon, haha, Achtung, aber das erfordert schon Eier, sich mit so einem Namen auf die Bühne zu stellen und zu präsentieren. Ja, und auch, wie in so vielen Fällen, das Echo auszuhalten. Ja. Ich zieh neu? Unbedingt. Sony Hack. Oh ja, der Sony Hack. Ja, da war ja irgendwie ganz schön was los. Also ich fand doch krass, welche Wellen dieser Sony Hack geschlagen hat. Also wie groß das noch war und was da tatsächlich alles ans Tageslicht gekommen ist. Also, dass mal so Dinge passieren, wie dass Nutzerkonten von PSN-Usern gestohlen werden. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass das geschehen ist. Und so schlimm es ist, aber ich glaube, das nimmt man so ein bisschen hin. Das ist halt nicht geil, das sollte nicht passieren. Und man hofft natürlich, dass keiner davon irgendwie Schäden davon trägt und schon gar keine finanziellen Schäden. Aber das ist jetzt auch nichts, was man noch nie gehört hätte. Aber als dieser Sony-Hack dann immer weitere Wellen schlugen und dann gerade Sony Pictures so ins Visier geriet, also da war ich dann doch erstaunt, wie vergleichsweise einfach das dann aber scheinbar immer noch ist, so Dinge an die Öffentlichkeit zu zehren, von denen jeder Beteiligte das allergrößte Interesse haben sollte, dass die schön im Privatschrank bleiben. Und also das fand ich wirklich faszinierend, wie Leute mit der mit den nötigen Hacker-Skills und auch der Kaltschnäuzigkeit, wenn sie die haben und mitbringen, dass sie wirklich an private Mails und so Daten kommen und das dann auch noch online liegen. Also das fand ich schon krass. Ich war ehrlich gesagt fasziniert über, also wie offen Leute in der Zeit vom Internet und Hacking über private Sachen schreiben. Weil selbst ich, die ich wirklich nichts besonders Interessantes in meinen Mails zu erzählen habe, offensichtlich vorsichtiger bin mit dem, was ich von mir gebe. Also in schriftlicher Form oder auch bei Facebook. Ich denke mir immer, sobald ich da irgendwas schreibe, auch wenn es in privaten Nachrichten ist, weiß ich nie, was damit passiert und wo das gespeichert wird und wer das irgendwie runterziehen kann. Also alleine, weil ich wirklich nicht so das Computerbrain bin, weiß ich nie, wer diese Daten möglicherweise an diese Daten rankommen kann und versuche da immer möglichst nichts allzu Privates von mir zu geben. Und ich war bei diesen Sony-Mails sehr fasziniert, was für unnötige private Sachen da drin standen. Ich muss aber auch sagen,
Ich bin wirklich keine Bunte oder People oder Gala-Leserin, aber da war ich ein bisschen heiß drauf. Also über das Geläster auf über Angelina Jolie, was dann halt keine Fake-Behauptung ist. Und mir ist total egal, ob irgendjemand schreibt, sie war mit irgendwem im Bett oder sie macht eine neue Diät oder so. Das ist mir total egal. Aber wenn irgendjemand, der sie wirklich kennt, eine Mail schreibt, in der er über sie lästert und über ihren Film lästert, dann muss ich zugeben, bin ich ein bisschen heiß drauf, das zu lesen. Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich gebe es offen zu, dass es unter anderem in mir ein Publikum gefunden hat, diese Hex. Ja, muss ich auch sagen. Also ich wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht mit allergrößter Begeisterung oder zumindest Interesse gelesen. Weil ich, also nicht nur das fand ich faszinierend, sondern auch zu sehen, anhand von echten Mails, dass ganz oben in Hollywood irgendwie auch nur Menschen sitzen, die irgendwie manche Leute einfach nicht leiden können, die motzig sind, die einen schlechten Tag haben und einfach nur, weil sie jetzt irgendwie echt gerade mit dem falschen Bein aufgestanden sind, fiese Mails schreiben oder irgendwelche Projekte abschmettern. Ich meine, das ist grotesk, weil es so eine Milliardenindustrie ist. Aber als man das dann so gelesen hat, das, also auf so eine ganz bizarre, groteske Art, war mir Hollywood auf einmal wieder so ein Stückchen näher. Naja, es ist, glaube ich, genau das, warum sich andere Leute gerne anschauen, wie Bikinis-Fotos von Stars mit Zellulite aussehen. Also es ist im Prinzip das gleiche Ding, dieses Denken, die sind ja auch nicht anders als wir, nur vielleicht mehr mit Worten als mit Zellulite gesagt. Durchs Wort gesprochen, nicht durch Zellulite. Ja, und wir können direkt schon sagen, dass es zum Sony-Hack quasi noch so eine Art eigenes Video geben wird, denn der Master-Hack war ja der Angriff auf The Interview und die Drohung, die damit zusammenhängen. Und wir wollen heute und hier schon an dieser Stelle sagen, dass wir The Interview gesehen haben, bevor es dieses große Drama darum gab. Ja. Und uns sehr freuen, euch unsere Meinung über diesen Film mitzuteilen. Allerdings nicht im Rahmen dieses Videos und dann auch nochmal in aller Ausführlichkeit über den Sony-Hack reden werden. Ja, genau, unbedingt. Also nehmt das als kleinen Teaser, wenn ihr jetzt schreit, aber das eigentliche Thema ist auch The Interview. Kommt noch, dazu müssen wir uns mal ein bisschen unterhalten zu diesem Film. Ich zieh. So langsam. Noch ein bisschen was haben wir noch, aber es ist doch deutlich leerer. Ach, Joko und Klaas haben wir hier als Stichwort. An Joko und Klaas kam man ja quasi dieses Jahr gar nicht vorbei. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ja, zieh mal, Joko und Klaas, sehr gut. Hey, sehr schön. Ich hab's einfach mehr drauf. Ja, wir haben es einfach falsch angepackt, wirklich, das war dumm, direkt an die Lunte anzuzünden. Ich würde sagen, Joko und Klaas, ich bin ein ganz kleines bisschen zwiegespalten zu denen, weil es auf der einen Seite, also diejenigen Showmaster, Entertainer, Moderatoren, Instanzen im deutschen Fernsehen sind, die ich mit Abstand auch am liebsten sehe. Und ich auch schon ein paar Dinge, wie wir alle von ihnen gesehen haben, die waren absolut brillant. Also wirklich, wirklich geil. Die verdienen einen Platz in deutscher TV-Geschichte. Aber trotzdem, ich weiß nicht ganz genau warum, aber sie sind mir dann doch irgendwie so ein bisschen zu belanglos dafür, dass sie wirklich die Retter des deutschen Fernsehens wären. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ich weiß absolut, was du meinst. Also bei mir ist es auch so, ich finde das ein bisschen albern, die als jungen Revoluzzer zu feiern. Die sind auch schon Mitte 30. Die sind nur einfach das, worauf sich die Fernsehmacher gerade noch einigen können, was kein YouTube ist. Das ist sehr schön gesagt. Und ich mag Joko und Klaas, wobei ich Zirkus Halligalli und auch viel von dem, was sie noch davor gemacht haben, lieber mag als ihre großen Samstagabendshows, weil die für mich nicht so ganz tragen. Also ich glaube, ich bin auch nicht ganz das Publikum, aber ich gucke tausendmal lieber Schlag den Raab als mein schlimmster, bester Feind. Das habe ich einmal gesehen und ich finde das eigentlich ein ähnliches Konzept. Das ist nicht wirklich was Neues und so großartig anarchisch finde ich das jetzt auch gar nicht. Ich finde es aber vor allen Dingen einfach nicht so spannend. Da geht's erstmal gar nicht um die Inszenierung. Ich mag aber wirklich Zirkus Halligalli ganz gerne. Ich muss aber trotzdem bei denen immer irgendwie an Stefan Raab denken und daran, dass er doch eigentlich das Gleiche schon macht und ProSieben jetzt halt noch zwei Jüngere, die nur halt ein Duo sind, sich geholt hat, die was sehr Ähnliches machen. Auch zum Teil echt andere Ideen haben, nur ich sehe jetzt nicht, dass sie das Fernsehen retten oder revolutionieren. Das sind jetzt halt einfach mal zwei, bei denen
trifft ja auch auf uns zu, vielleicht dann auch mal Leute unter 40 freiwillig einschalten. Ja, unbedingt. Und weil Stefan Raab gesagt hast, also der schwirrt mir auch immer so ein bisschen im Kopf rum. Also jetzt mit TV Total schon wirklich lange nicht mehr. Und irgendwie auch sowas wie Schlag den Raab, also bei aller Unvorhersehbarkeit, die Show hat, aber die funktioniert ja schon nach relativ engen Rahmen. Aber damals bei Viva zum Beispiel, bei Vivasion und mal gucken, da war er eigentlich der Erste, der diese Anarchie so ein bisschen zurückgebracht hat. Ja, ich habe auch das gemeint. Also ja, ich meine sowas wie sein Britney Spears Interview in den 90ern. Ja, ich meine, das ging ja noch, aber so Geschichten zum Beispiel, also ich weiß nicht, bei mal gucken, da hat er irgendwie Gäste, weiß nicht, so Arabella Kiesbauer und Dieter Bohlen und Verona Feldbusch hieß ja damals noch, und die saßen halt nicht auf so normalen Stühlen, sondern auf so Schaukeltieren. Und es war halt tierisch unbequem. Arabella ist damit auch mal echt komplett hinten übergekippt und so. Ich meine, das war nur so ein kleines Detail. Aber er war, er hatte schon lange vorher gemacht, dieses Gefühl, okay, Stars sind auch nur Menschen und ich muss die jetzt nicht übermäßig anhimmeln und ich kann die auch mal in doofe Situationen bringen und wir begegnen uns auf einer Augenhöhe. Vielleicht bin ich sogar cleverer als meine Gäste und das kann ich die auch mal spüren lassen. Und das hat eben Stefan Raab gemacht. Das war damals sehr neu und sehr aufregend. Und sowas machen Joko und Klaas jetzt auch. Und es kann auch sehr spannend und sehr aufregend sein. Nur, ich bin mir nicht sicher, ob Joko und Klaas darauf wirklich was Großes aufbauen, wie Stefan Raab gemacht hat. Also selbst wenn man jetzt kein Fan von Schlag den Raab ist oder vom Turmspringen oder von der beknackten Wok-WM. Ich meine, das sind so Dinge, das gucke ich dann auch nicht mehr. Aber man muss ja trotzdem einfach mal neidlos anerkennen, dass er, dass er wirklich geschafft hat, irgendwie sich zu einer Showgröße aufzubauen, neue Konzepte zu verwirklichen, die international zu verkaufen und echt noch so ein Event-Fernsehen zu machen. Da ist er, glaube ich, so der Letzte, der das in der Größe wirklich macht und das auch konsequent echt durchzieht, ohne Angst davor, ob man das jetzt doof findet oder ob er dabei auf die Fresse kriegt, sondern er macht halt so große Show-Events und hat sich von diesen anarchischen Tagen so ein bisschen gelöst. Und bei Joko und Raab, ich meine, die sind ja auch noch ein Stückchen Joko und Klaas, die sind auch ein Stückchen jünger, aber also ich weiß nicht, ob ihnen dann wirklich so der letzte Biss fehlt, echt was Neues zu bringen und das Fernsehen ein Stück weit zu revolutionieren. Also vielleicht bleiben die auch nur Joko und Klaas und das wäre auch echt cool und wir werden noch viele Jahre mit denen was zu lachen haben, aber vielleicht eben auch nicht mehr. Also ich bin mir bei denen nicht so ganz sicher. Ja, also die Frage, ob die das Fernsehen revolutionieren, die würde ich ganz klar mit einem fetten Nein beantworten. Das sehe ich bei den beiden überhaupt nicht. Ich finde die eher so Nachfolger von Stefan Raab, noch ein bisschen jünger, aber ich bleib bei dem, was ich zuerst gesagt habe. Das ist das, worauf sich die Fernsehmacher gerade noch einigen können, bevor sie was wirklich Neues wagen. Und es klappt halt bei den beiden, weil die wirklich gut sind und super miteinander funktionieren. Ich sehe die beiden auch wirklich gerne. Ja. Aber ich glaube, die meisten Leute, die Fernsehen machen, die machen das schon seit einigen Jahren und sind vielleicht auch nicht so unbedingt in der Lage, wirklich neue Sachen auszuprobieren. Also zum einen, weil mittlerweile alles immer mit so viel Geld verbunden ist und es einfach lieb besser eine sichere Bank ist, irgendwelche Serien aus den USA, die da erfolgreich sind, laufen zu lassen oder 3 Folgen Big Bang Theory nacheinander als ein wirklich eigenes deutsches Format auszuprobieren. Aber allein deshalb sage ich, also eine Revolution des Fernsehens sehe ich da überhaupt nicht, weil ich finde Zirkus Halligalli im Prinzip eine leicht veränderte mit 2 Moderatoren-Version von TV Total. Ja, ein bisschen. Ja. Also so revolutionär, vielleicht sehe ich ja jetzt gerade irgendeinen Punkt nicht, aber also nur weil es da jetzt die Fake-Putzfrau gibt und die Bands, die auftreten, dann wieder da zurückgedrängt werden. Also so Elemente davon gab es auch schon bei Kurt Krömer, das fand ich deutlich anarchischer. Ich sehe einfach nur nicht, wo das groß Neue sein muss, was jetzt nicht negativ gegen Joko und Klaas ist, weil ich sehe die beiden echt gerne, nur also als Revoluzzer des Fernsehens sehe ich sie überhaupt nicht. Ich sehe sie als was halbwegs Junges im deutschen Fernsehen. Ja, die also trauen sich schon mehr als viele andere, die so einen Sendeplatz haben. Das ist aber auch ihre Aufgabe bei ProSieben. Ja, also ich glaube, die werden auch eher ermutigt, sowas zu machen, als dass jemand sagt, boah, das kannst du aber nicht bringen, wie das vielleicht noch bei Stefan Raab tatsächlich mal der Fall war. Oder eben bei MTV Home. Ja, genau. Ja. Und jetzt wird ihnen, glaube ich, eher gesagt, mach doch das und das. Ja. Ja, ja. Aber, also ich habe nichts gegen die Jungs. Nö, alles gerne. Gut. Ich sehe die wirklich gerne. Ja. Soll ich? Ja, unbedingt. Du bist dran. Nein. Schlechtester Film des Jahres. Oh, das geht schnell.
Bei mir ist es ein harter Kampf zwischen Transformers und The Interview. Transformers gewinnt aber. Ja, muss ich auch sagen. Transformers ist jetzt eine denkbar unoriginelle Antwort, aber ist mit Abstand schon, ich muss mal eine richtige Sitzposition finden hier, ist aber wirklich mit Abstand der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich muss sagen, wenn ich mich an den eigentlichen Nachmittag der Pressevorführung zurückerinnere, das ist wirklich so, weiß ich nicht, als hätte ich an dem Tag irgendwie so ein bisschen, als hätte mich jemand Lachgas oder so verabreicht. Oder also ich habe so eine ganz seltsame, verzerrte Erinnerung an das Schauen dieses Films. Also das haben wir auch bei unserem Review gesagt, dass wir irgendwann diesen Tunnelblick bekommen haben. Und also das ist das, was sich für mich am meisten bei diesem Film eingeprägt hat. Ich könnte jetzt ums Verrecken nicht mehr sagen, was exakt da passiert oder worum es da geht und so. Ich weiß mehr davon, als ich möchte. Ja, okay, dann funktioniert dein Hirn vielleicht irgendwie anders. Aber also ich kann mich daran erinnern, ich habe mich ganz seltsam bematscht gefühlt, als ich aus dem Kino kam, so als wären meine Sinne abgestumpft worden. So ein bisschen wie bei Clockwork Orange, als er diese Gewaltbilder mit aufgesperrten Augen gucken muss, weil er sein Verhalten ändern soll. Und ich habe mich so ein bisschen so gefühlt, als wäre das gerade mit mir auch gemacht worden, nur nicht ganz so offensichtlich. Also alles, was fehlte, waren eigentlich nur die Augenklammern, aber irgendwie, irgendwas ist in meinem Hirn gerade passiert. Irgendwas sollte mit mir gemacht werden. Und ich kam so ein bisschen so ein bisschen beduselt aus dem Film. Mir hat jemand vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben, in der er gefragt hat, also es war eigentlich so eine Lobes-E-Mail, aber er wollte bei dem Transformers-Video nochmal fragen, ob wir dahinter immer noch stehen, hinter dem, was wir gesagt haben, und ob das nicht unter unserem sonstigen Niveau wäre. Und dem jungen Mann möchte ich jetzt nochmal antworten und sagen, der Film ist auch unter meinem sonstigen Niveau. Und wenn ich ihn nun mal schon mal gesehen habe, dann muss ich ja auch irgendwas dazu sagen. Und nee, ernsthaft, ich stehe zu allem, was wir da gemacht haben. Ich glaube, er meinte auch gerade das Teaserbild. Nee, ich stehe da weiterhin hinter allem. Das war einfach scheiße. Und wie Stephen King schon so schön gesagt hat, von dir auch schon mal zitiert, manche Dinge, die sind scheiße, die muss man dann auch einfach beim Namen nennen. Die sind nicht wunderbar, und jetzt verbinde ich Stromberg und Stephen King und sage, ey, wenn was scheiße ist, dann kann ich sagen, lecker Rosenduft. Das ist aber mal lecker Schokopudding. Ja. Ja, kann man nicht sagen. Nee, muss ich auch sagen. Und also was mich am meisten bei so einer Sache wie Transformers und gerade bei Michael Bay nervt, ist, er hat halt die Kohle und er hat die Möglichkeiten und er hätte ja was total Geiles machen können. Also allein, dass Hollywood echt so weit ist, ich meine, ist ja jetzt nichts Neues, das ist ja schon seit ein paar Jahren so, aber eine große Realverfilmung von seiner beknackten Kinderzeichentrickserie Transformers, die ja eigentlich nur Werbung für das Spielzeug war, das wäre, weiß nicht, vor 20 Jahren wäre das in der Größenordnung ja noch völlig undenkbar gewesen. Und ich meine, und jetzt ist Hollywood soweit und es gibt jemanden, der das macht, aber warum dann gerade so eine absolute Vollpfeife wie Michael Bay das so zuverlässig versemmelt und uns alle um irgendwie so ganz besondere Kinoerlebnisse bringt und nur seinen lieblos dahingerotzten Scheiß uns um die Ohren haut, das macht mich echt fuchsig. Und schon deswegen aus Prinzip kann ich keinen anderen Film nennen als Transformers 4. Ich bin wieder dran. Ja. Oh, wieder zwei. Machen wir erst den kürzesten. So, und da haben wir Hatred. Oh, das geht wirklich ganz schnell. Also, ich fange an, weil bei mir geht's ganz schnell. Ich habe mir den Trailer angeschaut. Vielleicht wird das Spiel ja brillant, weil es eine ganz, ganz tolle Story hat. Aber das, was ich in dem Trailer gesehen habe, macht mich überhaupt nicht an. Ich interessiere mich überhaupt nicht für dieses Spiel. Also, ich glaube, das wird totaler Mist. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es sowas gibt. Und ich würde das auch verteidigen, dass so Spiele wie Hatred gemacht werden. Kannst du sagen, warum? Ja, weil ich, da sind wir wieder beim Thema, das haben wir schon sehr oft angesprochen, aber auch wenn die Diskussion einen langweilt, aber wenn man sie nochmal bringen möchte, ob Spiele Kunst sind, und da würden ja die meisten vermutlich mittlerweile sehr, sehr einstimmig sagen, natürlich sind sie das, dann muss das Medium sich auch die Freiheit rausnehmen, Grenzen auszuloten und dahin zu gehen, wo es weh tut und möglicherweise damit auch katastrophal zu scheitern. Das ist, also wie gesagt, ich glaube, das wird überhaupt gar kein gutes Spiel. Aber wenn ich bei Filmen sehe, zum Beispiel
so Dinge wie, ja, ich will jetzt die ganzen Namen gar nicht nennen, möglicherweise kommen wir da in Schwierigkeiten. Aber wir kennen ja alle aus den letzten Jahren, gab es ja sehr, sehr kontroverse Filme, die wirklich filmisch so an die Grenzen gehen dessen, was Leute noch auf der Leinwand sich angucken können und wollen. Und auch da, ob man die Filme jetzt gut oder schlecht findet, aber dass sich das Medium Film auch vielleicht in einer sehr extremen Form ausdrückt, ich glaube, darüber wird ja niemand mehr ernsthaft diskutieren, dass das völlig richtig und wichtig und in Ordnung so ist. Und ich denke, Spiele sind einfach so weit, dass auch die einfach in extreme Richtungen mal gehen können. Also wenn ich zum Beispiel sehe, in unserem DVD-Regal haben wir ganz viele Filme der Reihe aus dem Label hier Kino Kontrovers, die ja teilweise auch wirklich sehr, sehr künstlerisch hochwertige Filme sind, die aber halt irgendwie echt so ein bisschen an die Grenzen des guten Geschmacks gehen. Und sowas würde ich mir auch bei Spielen wünschen. Also so ein bisschen so den Mut, Leuten vom Kopf zu stoßen und Leuten weh zu tun, bewusst. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Da stimme ich dir auch mit jedem Wort zu. Nur hat der Trailer von Hatred einfach... Also ich wollte damit auch nicht sagen, in irgendeiner Weise, dass ich Hatred nicht als Spiel auf dem Markt haben will. Es interessiert mich nur einfach persönlich nicht. Und die Freiheit nehme ich mir auch bei Filmen, ja, zu sagen... Das gerade interessiert mich nicht. Das ist ja noch ein weiter Schritt von ich will's nicht sehen zu ich verbiete es. Nur ich weiß auch, dass ich als Konsument ja durchaus die Nachfrage mitbestimme. Und im Fall von dem Spiel, da hat mich jetzt wirklich gerade gar nichts angesprochen, weil das meiner Meinung nach nur auf so einen billigen Schockeffekt setzt. Und ich jetzt wirklich noch gar nicht erkannt habe, was mich da jetzt als Spieler interessieren soll. Also ich kann mir vorstellen, dass das Spannendste an Hatred die Tatsache wird, dass es das Spiel überhaupt gibt, ja, und in welchem kulturellen Umfang das entstanden ist. Also die Macher haben ja auch gesagt, ihr Statement ist einfach die komplette bewusste kreative Gegenrichtung zu dem, was gerade so im Spielemarkt passiert. Also sie haben sich ganz bewusst gegen einen schönen Grafikstil entschieden. Sie wollen keine Aussage treffen. Und sie wollen, also wenn sie was sagen wollten, dann noch eher, dass Spiele keine Kunst sind und deswegen hauen sie dir sowas wie Hatred um die Ohren. Und ich meine, also das kann man jetzt ein doofes Statement finden oder ein sehr cleveres oder darüber ewig lang diskutieren, aber ich finde, Hatred ist eindeutig ein Produkt seiner Zeit und des ganzen kulturellen Umfangs, Umfeldes. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert zu sehen, wie das eigentliche Produkt wird, obwohl ich ja, wie gesagt, da eigentlich keine großen Hoffnungen mehr mache, dass das irgendwie ein tolles Spiel wird. Es muss ja am Ende des Tages, ob jetzt Spiele Kunst sind oder nicht, aber ich als Spieler will ja irgendeine Form von Spaß noch rausziehen und da bin ich mir bei Hatred überhaupt nicht sicher, ob es das schaffen wird. Aber im Zweifel erstmal immer für den Angeklagten und deswegen bring it on und dann können wir es immer noch zerreißen. Und mit diesem Zettel begeben wir uns so allmählich mal in eine Endspurt. Hier steht Franchise-Ausschlachtung drauf. Ja, ich nehme mal an, damit ist gemeint Teil 4 bis 8 von diversen Serien. Und ja. Also ich sehe das ein bisschen so wie die Fake-Trailers, die wir vorhin schon hatten, die täuschenden Trailer. Das ist so ein Fall von, solange die Leute darauf reagieren, wird's auch weiter gemacht werden. Und solange die Leute wie bekloppt in jeden neuen Superheldenteil reinrennen, wird man halt auch immer weiter welche drehen. Und das bei Spielen und Filmen und Büchern nicht anders. Solange es die Leute kaufen, wird's gemacht. Und deswegen ist das überhaupt nicht erstaunlich, dass die Studios da immer gerne auf die sichere Bank setzen und lieber Spider-Man Teil 8 produzieren als irgendwas Neues, von dem man nicht weiß, ob die Leute reingehen. Ja, ich kann das aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch total nachvollziehen. Ja. Also, wenn du gesehen hast, dass irgendwas dreimal hervorragend funktioniert und dich reicher gemacht hat, als du jemals dir hättest träumen lassen, dann machst du natürlich auch noch ein viertes, fünftes, sechstes Mal, ist ja völlig klar. Also im Prinzip könnten ja wir als Konsumentin könnten ja nur eines tun, nämlich diese Dinger einfach eben nicht mehr konsumieren. Also nicht mehr den nächsten Call of Duty, Assassin's Creed Teil spielen, nicht mehr den nächsten Marvel-Film rennen und uns da voll gegen wehren. Aber ich meine, das will ja auch keiner. Also es ist immer sehr leicht zu meckern, auch irgendwie immer dasselbe, aber wenn man sein Geld auch immer nur für dasselbe ausgibt, dann ist das natürlich auch so eine Sache von Ursache und Wirkung. Also dass man da keine großen künstlerischen, kreativen Risiken mehr eingehen mag, das kann ich total nachvollziehen. Und also natürlich finde ich das total öde. Also ich
ich finde es schon sehr langweilig. Aber wenn ich mich dabei ertappe, wie ich dann doch wieder Teil XY irgendeiner Serie zocke, weil mir die Teile davor schon gefallen haben, dann bin ich irgendwie auch ein Stück weit selber schuld. Also deswegen ist es immer so ein bisschen sehr wohlfeil, sich da zurückzulehnen und zu meckern. Aber man hat es ja selber in der Hand. Eben Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist ja irgendwie eindeutig da. Von daher müssen wir uns ja alle so ein bisschen, glaube ich, an die eigene Nase packen. Was mich überrascht, also bei Franchise-Ausschlachtung, ich denke da spontan wie immer an Marvel. Das ist jetzt gerade so mein leuchtendstes Beispiel an... Also Ausschlachtung klingt so negativ. Und auch wenn mir jetzt sehr, sehr viele der letzten Marvel- und Superheldenfilme jetzt nicht mehr gegeben haben, aber das sind ja jetzt per se nicht unbedingt schlechte Produkte. Nur, also ich ziehe da irgendwie relativ wenig draus. Aber was der andere Teil, der mich immer so überrascht, dass man das so uneingeschränkt gut findet, ist, ich finde, es gibt gar kein Element der Überraschung mehr. Mhm. Also gerade so als Marvel-Fan, wenn ich sehe, dass die Pläne, weiß ich nicht, bis 2019 oder 20 haben und du jetzt schon auf den Starttag genau weißt, wann ein Marvel-Film in 3 Jahren im Kino läuft. Also ich als Marvel-Fan, ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Ich will mich doch überraschen lassen. Und dass es noch vor ein paar Jahren zu so einer Tradition wurde, nach jedem Marvel-Film, dass es so eine Post-Credits-Scene gab, die dann so ein bisschen auf den nächsten Film hingedeutet hat. Ich meine, da war es ja wirklich noch eine große Überraschung, dass am Ende von, ich weiß gar nicht mehr, was war, Iron Man, glaube ich, dass man dann das erste Mal Thors Hammer gesehen hat. Und da haben Leute gerafft, holy shit, es gibt ja einen Thor-Film, Alter, die bereiten den gerade vor. Und dieses Element fehlt ja irgendwie gerade so total. Es liegt ja alles auf Jahre ausgebreitet, liegt's ja vor uns. Und also das finde ich eher schade. Ja, ich wechsle noch mal ganz kleines bisschen das Thema und beziehe es eher auf so Buchreihen, die dann am Ende immer zweiteilig verfilmt wurden, wie Harry Potter, Twilight oder auch The Hunger Games, bei denen aus dem letzten Band immer ganz zufällig 2 Teile wurden. Ich finde, das fällt auch unter Franchise-Ausschlachtung. Ja, vermutlich. Ich glaube, zu Twilight habe ich meine Meinung jetzt mehrfach deutlich gemacht, und zwar sehr deutlich. Und da kann ich tatsächlich nicht beurteilen, wie viel Stoff das letzte Buch hergegeben hat. Ich nehme mal an, so viel wie die davor. Im Fall von den Hunger Games und Harry Potter hat es aber total Sinn gemacht, 2 Teile draus zu machen. Also ich fand die nicht so lang. Ich gebe auch zu, dass ich da zumindest bei Harry Potter mit einem Fangirl-Auge mit dabei war, aber... Ich find's dann nicht immer schlimm, wenn man noch einen Film mehr rausholt. Also auch, wenn die Studios dann eine Menge Kohle machen. Aber die Fans freuen sich ja. Also ich glaube, es hat jetzt niemand gesagt, oh nein, bitte macht keine 2 Teile draus. Und wenn sich die Zuschauer freuen und die Studios freuen sich, dann ist doch für alles schön. Ja, wo man sich nicht so freut, ist in Fällen wie bei der Hobbit jetzt zum Beispiel. Also das wäre vielleicht auch ein klassisches Beispiel von, okay, wurde was ausgeschlachtet, was vielleicht so viel Stoff gar nicht hergegeben hat. Aber ich meine auch hier, also wir fanden ja den Hobbit jetzt in Summe auch nicht so wahnsinnig toll. Der letzte hat es noch ein bisschen rausgerissen, aber so unter dem Strich würde ich für mich das Fazit ziehen, das Experiment ist nicht geglückt. Also 3 Filme daraus zu machen, das war einfach... Wie hat's Bilbo gesagt bei Herr der Ringe, wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Aber ich meine, aber trotzdem wollten wir alle den fucking Hobbit sehen. Also da bleibt ja auch niemand zu Hause, denn irgendwie jeder muss ja sich eine Meinung zum Hobbit bilden. Und ja, da sind wir wieder beim Thema Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, solange wir deutlich signalisieren, dass wir uns das immer und immer und wieder angucken, wir meckern zwar und finden es doof und aber ein Jahr später rennen wir ja doch alle wieder rein, müssen wir uns halt auch nicht wundern, wenn die Studiobosse uns das auch geben. Passt auch gut, um das jetzt nochmal auf die Spieleebene zu bringen, passt auch sehr gut zu Assassin's Creed. Da könnte man ja auch sagen, dass die Geschichte eigentlich irgendwann zu Ende war und dennoch ein Teil nach dem anderen rauskommt. Ist ein starkes Beispiel gerade, ja, genau. Aber, also es ist ja auch so, dass jetzt keiner von uns aufhören wollte, Assassin's Creed zu spielen. Möglicherweise reden wir da gleich mal ein bisschen detaillierter drüber. Vielleicht. Schauen wir mal. Aber du ziehst das nächste Zettelchen. Kruschel, kruschel, wühl, wühl. Und was haben wir? Gut, dass ich hier noch gezogen habe. Wir haben hier das How I Met Your Mother Finale. So, und an der Stelle sagen wir direkt Spoiler-Alarm. Es ist ja wohl klar, dass ich jetzt über das How I Met Your Mother Finale mit gewaltigen Spoilern reden werde.
Das Schöne ist, Wolf ist es total egal, denn völlig der war How I Met Your Mother gegenüber schon immer komplett gleichgültig. Der hat sich nur die Folgen angeguckt, zu denen ich dich, sagen wir nicht gezwungen, aber überzeugt habe. Und das waren auch so die Highlight-Folgen. Und ich würde sagen, das Beste davon von der Serie hast du damit auch gesehen. Du verstehst, warum ich dieses Lied so gern mag. Ja, klar, wo sie mit dem Auto unterwegs sind. Ja. Und da kommen wir. Wait, it comes around again. I would walk 500 ja, miles. Genau. Ja. Ja, also du hast ja ein bisschen was gesehen und du weißt auch im Kern, worum es geht. Also ja. Es ist nicht, als würde ich jetzt mit mir selbst und der Kamera reden. Ja, nee, das ich bin voll im Bild. Ich muss aber sagen, ich war eine Zeit lang ein recht großer How I Met Your Mother Fan. Für mich war es eine Weile auch wirklich das neue Friends. Ich habe auch die Begeisterung total verstanden. Ich bin ein großer Friends-Fan und fand es sehr schön, dass eine Serie das so ins 21. Jahrhundert gebracht hat. Ich fand aber, dass es schon in den letzten Staffeln richtig nachgelassen hat. Das fand ich bei Friends nicht so. Ich finde, die haben ihre Figuren recht konsequent weiterentwickelt und sich auch Gedanken gemacht und es dann am Schluss zu so einem schönen, herzwärmenden Finale gebracht. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass ich Friends garantiert immer noch nicht zum letzten Mal gesehen habe. Also jetzt hat's wieder mal ein bisschen Zeit. In 5 Jahren, sagen wir mal, werde ich das bestimmt mal wieder von vorne bis hinten gucken. How I Met Your Mother eher nicht. Das hat seine Highlight-Folgen. Das war auch gerade am Anfang richtig gut. Und gegen Ende war das so für mich das Gefühl, wie bei vielen Serien, dass es jetzt fortgeführt wird, obwohl die Drehbuchautoren eigentlich nichts mehr zu erzählen haben und es wegen dem Erfolg der Serie einfach nochmal 3 Staffeln länger, als es müsste, weitererzählt wird. Und jetzt komme ich zum Finale. Ich fand das unter aller Sau. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich musste ein Wutnickerchen halten und das muss ich nur in ganz besonderen Momenten. Weil was ist das denn bitte für ein Schrott, dass er am Schluss mit Robin wieder zusammenkommt? Ich meine, staffellenlang geht es darum, dass sie nicht zusammenpassen, dass sie nicht seine Traumfrau ist, beziehungsweise, dass er sie vielleicht liebt, aber sie ihn einfach nicht so wahnsinnig liebt. Und dann muss sie erst so eine komische Ehe mit Barney haben. Wir haben eine Staffel, eine komplette Staffel mit der Hochzeit von Barney und Robin verbracht. Mal davon abgesehen, dass sie uns die Staffel davor geteased haben, wer da heiratet. Und ehrlich gesagt, ich wusste das von der ersten Folge an, dass das Barney und Robin sind. Das war überhaupt gar nicht spannend. Und dann verbringe ich eine Staffel mit ihrer Hochzeit dafür, dass sie sich im Finale nach 10 Minuten scheiden lassen. Jetzt ernsthaft? Das war euer großer Punkt. Das ist eure große Liebesgeschichte zwischen den beiden. Nach 10 Minuten ist Schluss, weil sie erkennen, ach so, wir passen ja doch nicht so zusammen. Und die waren ja vorher schon mal zusammen. Also den Punkt hätten sie dann auch direkt beim ersten Mal machen können. Und auf jeden Fall lernt er dann seine große Liebe kennen, heiratet sie und dann stirbt sie. Und das ist ja eigentlich ganz super, weil jetzt kann er endlich mit seiner großen Liebe Robin zusammenkommen. Ich habe mich verarscht gefühlt. Also komplett. Ich meine, ich mochte sogar die Mutter, die sie ausgesucht haben. Ich fand es echt süß, dass er sie jetzt kennenlernt. Und ich fand es so ein billiges, so ein Pseudo-Fanservice, dass er am Ende doch mit Robin zusammenkommt. Also ich persönlich wollte das nicht sehen. Ich glaube ja auch gerne und überzeugt an eine mögliche Freundschaft zwischen Männern und Frauen, auch wenn die nicht miteinander ins Bett gehen. Und How I Met Your Mother hat einfach alles, was es in den Jahren davor aufgebaut hatte, einfach mal mit dem Arsch wieder eingerissen. Am Ende im Gehen. Ja, hat mir absolut gar nicht gefallen. Ich fand's richtig scheiße. Aber nachdem ich die letzten 2 Staffeln schon gar nicht mehr toll fand, war das auch keine große Überraschung. Ich fand allerdings, die Finalsendung war ja 1 Stunde lang und die erste Hälfte hat mir ganz gut gefallen. Das war ja recht nett. Schade, dass sie dann auf dieses bekloppte Ende gekommen sind. Und ich fand übrigens Robin, die lange mein Lieblingscharakter war, die wurde ja so bescheuert in den letzten Staffeln. Genau wie Barney und... Nee, eigentlich alle. Eigentlich mochte ich am Ende auch niemanden mehr. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es zu Ende ist. So, das war mein Rant zu How I Met Your Mother.